Das heißt, Geist, zum Beispiel, wenn ich jetzt verlasse meine Seele, verlasse mich, ich habe eine Form und in dieser Form kannst du sehen, die Licht. Licht, weil Licht kann ich mit Gott geben, nehmen. Aber diese Funk, wo meine Licht entwickelt weiter, das kommt von dem universellen Bewusstsein, das ist Gott. Gott oder du sagst, egal welche Namen du dir denkst. Wir geben, nehmen das. Zum Beispiel, jetzt wir haben geessen, wir haben getrunken, Körper wächst das, Körper. Aber Seele nicht. Seele, die Geist braucht Nahrung, geistige Nahrung. Für geistige Nahrung, für den Geist ist Wahrheit. Was ist der Zweck des Lebens? Für den Geist zu wachsen, braucht viele Beobachtungen und Erfahrungen eigentlich. Das ist die geistige Nahrung. Jetzt zum Beispiel, jede Person hier sitzt, das sind drei Seelen sind da. Mit dir, Moment ist da. Eine und diese Arbeit mit dir, aber die hat kein Interesse, was du trinkst oder was du isst. Die kommen von der geistigen Welt und die wurden entwickelt. 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 Und der war gestorben, zum Beispiel, wenn jemand stirbt jetzt, zum Beispiel er. Er stirbt jetzt. Er geht in die geistige Welt. Er geht in die geistige Welt. Jetzt schickt ihn zurück. Das gibt ihm ein Niveau, gleiche Person wie er. Verstehst du? Ja, diese Person, wenn er entwickelt, er kann entwickeln. Ja? Das ist die Reinkarnationstheorie. Yes. Ja, Theorie. Aber das ist der Komplikationsprozess. Diese drei Seele kann man sehen, wenn du siehst, dann ist keine Frage. Dann du weißt, was der wohnt, was du willst. Yes. Ich kann nur helfen, wenn euch gibt mir Möglichkeit, wie kann euch ihre geistige Sinne aufmachen kann? Erste. Das ist die erste. Das ist die Kindergartenstadion. Kindergarten, wenn wir den geistigen blind ist. Yes. Ich kann das sehen, zwei Blinder, das meiste sitzen hier, manche kann sehen. Aber manche, wenn zwei Blinder sagen, die werden beide fallen in die Loch. Habt ihr das verstanden? Wenn zwei Blinde dem einen anderen sagen, die beide fallen in die Loch. So geistige Dinge zu erreichen bei dem Mund, weil jemand kann quatschen viel, ist nicht möglich. Ja, das ist der Weg für den Körper. Was wir wissen, ist Körperaufgabe. Was ist die Verstandaufgabe? Was Verstand sollte tun in diesem Leben, dass unser Geist wächst? Das ist wichtig. Dann wir kommen Bewusstsein. Bewusstsein ist die Mutter für den Verstand. Nicht vergessen. So ist die Schlüssel. Und wenn wir wissen, die Aufgabe, dann Praktikum. Wenn es fragt, die Praktikum, ich teile euch, welchen Weg du solltest was tun, dass du kriegst dieses Licht in deine Lebenszeit. Und je mehr gehst du geistig offen, dann hat keine Frage ist da. Ja. Wenn wir fragen mich, was Licht ist da, oder welches Licht ist da, ja, dann wir wissen das. Weil universelle Sprache ist Telepathie. Telepathie. Dann in der Mitte war wie so ein Spiegel und auf der anderen Seite war integriert wie eine Schale mit Wasser. Wie so ein Waschbecken eigentlich. Und diese Person hat auf einen Stuhl gesessen und dann war praktisch, er hat sich so zurückgelehnt und ist mit dem Kopf in diese Schale gekommen mit Wasser. Und er ist dann hoch und hat sich, war ganz aggressiv, ich bin nass geworden, warum hast du mir das nicht gesagt? Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist doch nicht schlimm. Du solltest eigentlich gereinigt werden. Du bist doch ganz dreckig von dem Laufen geworden. Aber diese Person wollte das überhaupt nicht. Die war richtig sauer auf mich. Und dann habe ich nur gesagt, aber du wusstest das doch vorher. Du hast doch dich da hingesetzt und gesehen, dass da Wasser zur Reinigung ist. Ja, okay. Und dann diese Person, was du hast das gesehen, ich will nicht reinigen. Das sind die meisten deutschen Leute, wir verstehen nicht, die Inhalt. Das Inhalt macht dem frei, Inhalt gibt dem Kraft. Ja, das die verstehen nicht. So die Leute will nehmen nicht die Gefahr, was wir sprechen. Da ist die ja. Okay. Und dann war es zu Ende. Ja, dann habe ich nichts mehr gesehen. Ja, das, dann war es weg. Das sie hat gesehen mit offen. Ja. Ja. Ich meine, viele Leute sind gegen mich.
Was sprichst du? Anfang sprechen über Liebe und Harmonie, eine neue Welt, eine neue Vision, eigentlich, dass Gott diese wunderschöne Welt erreichen will. Und dann gleichzeitig schreibst du, die Islam gehört nicht so in Deutschland. Yes? Und für mich die Diskussion ist so, wie habe ich das eben gesprochen, das ist so eine Komplikation. Yeah? Ich weiß nicht, wo sollte ich beginnen eigentlich. Yeah? Ich habe immer gesehen, eine Ideologie, was hat Inhalt Ideologie? Ist die Ideologie, wo kann man eine Gefahr wegschaffen kann? Yes? Und diese Ideologie, egal was sie blind ist, so, jetzt was passiert. Noch eine Dinge und vorstellen wir. Diesen Bach, die Bildzeitung hat geschrieben über mich, dass wenn Herr kam, geht dahin, der hat gesagt, die bringen ihn um. Okay, jetzt ich komme in die Kundgebung. Die ganze Gemeinde war voll mit Polizei. Ganze Gemeinde, drinnen. Ich komme rein, Herr Hahn, du kennst. Mhm. Die, wie heißt die? Vom Staatsschutz. Ja, Kevin, please. Der hat gesagt, Herr Hahn, kommen Sie her. Wir wollen gerne mit Sie reden. Also, okay. Und der hat gesagt, wir haben gerade eine Information gekriegt. Und diese Information ist, ihre Information ist, die Leute, wo stehen unkontrolliert, da kamen eine, drei Leute, aber Teenager, wie heißt das? Teenager. Und der hat die Waffe. Und der hat gesagt, die wollen die umbringen. Und diese Information ist jetzt gerade gekriegt und das ist so gefahren. Habe ich gesagt, was glauben Sie, was sollte machen? Die hat gesagt, ja, wir machen diese Kundgebung. Schließen. Ja, also nein. Macht man nicht. Der hat gesagt, okay, gut. Wollen Sie nicht? Ja, nein. Der hat gesagt, machen die Kamera an. Die Polizei schickt. Machen die Kamera an und sprechen die vorne die Kamera. Dass Sie machen Ihre Kundgebung, Ihre eigene Verantwortung und Risiko. So, wenn euch kriegt den Kuchen, werden Sie nicht antwortlich. Ja, verantwortlich. Nicht antworten. Ja, habe ich meine Video. Ich bin eine ganz normale Person. Ich bin ganz dicht und ich weiß, wie kann ich leben kann. Ja? Jetzt wir gehen raus und vor ich gehe raus, da kommt die zweite Information. Der hat gesagt, nein, die gehen nicht raus. Und setzt ab. Wir warten, aber ich habe verpasst, wir warten. Ja, wir warten für die Idee. Wie heißt das? SK. Hä? Das ist SK. SK. Wie heißt das? SK. Das ist SK. Das ist ein Spezialkommando. Ja. Jetzt kam die Spezialkommando. Spezialkommando steht hier. Rechts. Wir stehen links. Ja? Und jetzt geben wir Training in die Gemeinde. Wenn schießt, wenn passiert, wie heißt das? Wenn jemand schießt. Schießt. Welche Richtung ist so die? Fallen. Fallen. Ja. In solche Gefahren habe ich meine Kundgebung gehört. Und trotzdem die Polizei konnte nicht kontrollieren, diese, wie heißt, die war. Wir sind hier bei der göttlichen Wahrheit. Das war ja kein guter. Das war super gut, weil ich habe ihn nämlich vorher getriggert. Diese blaue Licht ist eine männliche Licht auf Gott. Und golden ist viel das weibliche Expectation of God. Diese zwei Lichte, wenn es kommt zu dir, das heißt, diesen Moment will dich frei, die wollen dich frei. Befreien. Jetzt habe ich gesehen, in Indien und Pakistan, oft habe ich gesehen, hier Europa-Menschen müssen die teilen und da die müssen mehr esoterik und spiritual. Das heißt, Europa hat eine große Schwäche von Verstand und India, Asia hat eine große Schwäche Spiritualität, aber die hat keine Balance. Wie heißt das? Keine Balance. Keine Balance eigentlich. Und was wir brauchen innerlich und außerlich Balance. Wo kannst du nicht gehen kann mit der ausschließlichen Wissenschaft, da kannst du gehen mit deiner Seele Millionen Lichtjahre. Kannst du gehen
kannst du auch fliegen, kannst du beobachten unten. Du kannst gegen Dimension zu Dimension, wenn du hast Extremlicht, kannst du steuern. Du kannst blink, du kannst gehen alle Teile. So Gott hat gewusst, dass außen Wissenschaft hat Grenzen. Gott hat gewusst, weil das Universum existiert, Ewigkeit. Zum Beispiel, letztes Mal habe ich gehört, nächstes Leben vielleicht bedenken, 8 Millionen Lichtjahre, wir gehen 8 Millionen Lichtjahre mit Technologie. 8 Millionen Lichtjahre, du kannst immer unterwegs sein, aber mit Seele, und wenn du hast Licht in die Seele, du kannst in eine Sekunde das. Das heißt, was heute wir leben in einem modern Man. Modern Man living first time in the history. Modern Civilization. Wir braucht Erklärung, logisch, wir will mehr wissen will. Und Gott hat Menschen nicht alleine gelassen. Jetzt kommt die neue Lehre. Und in der neuen Lehre habe ich gesehen, dass es zwei Ideologien geht jetzt weiter. Habe ich gesehen, 100 Jahre Demokratie, Moment, das kann man vergessen. Das Moment kann man vergessen. Aber 100 Jahre später kommt die neue Zeit, wo war die Ideologie of Emotion. Dann kommt die Demokratie in Emotional Ideologie. Dann kommt in die Farbisch. Und was war die Ideologie? Ich erkläre jetzt die Vision, was Gott gibt jetzt, wie Menschen jetzt kann man entwickeln kann. So wie kann man retten unsere Welt, wie kann man retten uns und dann wie kann man weitergehen kann. Yes. Okay. Ich würde ganz gerne mal etwas mit euch teilen. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Wir beide kennen uns ja überhaupt nicht. Ja. Das, was sie gerade erklärt hat mit extern Steine, höre ich das erste Mal. Ich will euch nur sagen, extern Steine, meine ganzen Erlebnisse, die ich hatte als Kind, als Jugendliche, warum ich auch zu diesem Buch gekommen bin, hat mit Hornbad Meinberg, mit den extern Steinen zu tun. Ja. Weil ich bin halt da, in der Ecke bin ich aufgewachsen, extern Steine hat mich immer als Kind schon angezogen, wir sind immer da spazieren gegangen. Ja. Und in Hornbad Meinberg habe ich meine ganzen geistigen Erfahrungen gehabt als Kind. Ja. Ich habe als Kind meinen Körper schon verlassen können, konnte das ja mit niemandem teilen. Also jetzt, das berührt mich total, was Sie gerade sagen. Tut mir leid, ich muss mich kurz sammeln. Ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar, aber er steht wirklich weit über diesen materiellen Erfahrungen. Total. Und darüber wollen wir reden, deswegen sind wir zusammengekommen. Ja, wir können jetzt alle, jeder von irgendwelchen Erfahrungen erzählen, ich ja, auch ganz wenig. Ja, auch mit Lichtern und UFOs und Gott und Teufel. Aber, jetzt aber wir sind eigentlich hier, weil wir ihn hören wollen. Genau, und das ist aber das, worauf ich hinaus will. Ich habe ja als Kind nie verstanden, warum Gott ich meinen Körper verlassen. Stimmt das wirklich? Ich konnte das mit niemandem teilen. Die haben immer gesagt, du bist verrückt, du kommst ins Irrenhaus und diese ganzen Geschichten. Aber wo sie das jetzt gerade, was sie gerade sagen, dieses, da muss ja wirklich was sein an den Exertstein, weil das hat mich immer angezogen. Ich wusste aber nie warum. Yeah. Und in Hornbad Meinberg, wie gesagt, ich habe da ja gelebt. Ich habe nur 3-4 Kilometer davon entfernt gewohnt. Yeah. Wenn da wirklich was ist, was wir vielleicht, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen, ob es was Göttliches ist, was Geistiges, aber es muss ja was sein. Denn nicht nur ich habe die Erfahrung da gemacht, auch viele andere, die ich kenne. Ja. Wir konnten aber nie darüber reden. Also muss irgendein Punkt da sein, vielleicht, der Menschen geistig offener macht oder vielleicht, wenn jemand sensibel ist, also der ist sie doch öffnet, die Bank. Da muss ist was doch die sein. Jemand hat was gegen was Frage? Was habe ich gesprochen? Ja, du wolltest gerade die Lichter, die er gesehen hat, da hattest du gerade, da wurdest du unterbrochen. Genau. Ja. Yeah. What do you think? About the lights, he talked about the story of the lights he talked about. And you want to explain what kind of light this? Yes. So, did you want to? No. Fangen wir schon an. Ja. Ja. So, was war deine Frage? It was the same. The lights, he told about his lights, what he has seen together with Pilo. And he's asking what kind of light that was. It's technically, it's from God.
Light is not a Deckung. Maybe you can come. Marc, wirklich. Am liebsten würde ich sagen, fahrt alle wieder nach Hause, aber ich will das nicht. Ich möchte Freunde in der Liebe haben. Darf ich mal ein Wort für die Menschen bitte, anlegen? Bitte. Für die Menschen, die hier sind. Bitte. Wenn man seine Bücher liest, weiß man, dass alle Propheten versagt haben. Volle Kanne. Also, wie soll dann die Menschheit glauben, dass hier jemand jetzt da ist, der das regelt? Ja, das ist sehr gut. Adam hat gefehlt, Noah hat gefehlt, Jesus hat gefehlt. Hast du noch einen Vorschlag, wie wir uns einstimmen was wir tun, damit wir unser Geist ausrichten und uns die Probleme ist, zum Beispiel dieser Mann, ich spreche, aber ich teile meine Beobachtung. Ich kenne auch Jesus, so ist jetzt ihre Entwicklungssache. Wie kann man mich einigen? Aber wir sollten eine Brother Vision haben. Sie? Eine was? Wir haben eine Brother Vision. Eine höhere Vision. Wo wir können sagen, okay, da wir beginnen. Also eine höhere Vision, wo wir starten sollen. Ja? Wo sind alle einig? Wir sagen, okay, da wir sind positiv, da wir beginnen. Und wir sollten wissen, was wir wollen, was wir erreichen wollen. Genau. Innerhalb kann ich Führung geben, ja? Aber Auslicht, das sind nur Leute da. Wir können formulieren, wie soll die Gesellschaft sein. Ja? Aber du musst uns erklären, was wir erreichen können. Ja, Wenn kann man ja nichts machen. Aber wenn wir nicht wissen, was wir wirklich erreichen können, weil es uns keiner mehr sagt. So, wenn wir das sagen, ist ein Beispiel. Eine Familie World. In der Familie World beginnt nicht. Zum Beispiel Abraham, er hat eine Familie gehabt. Heute in der Familie irgendwie christlich und Islam. Die beiden waren ihre Kinder. Wenn wir eine Vision mit einer Familie wollen, wir brauchen erst 12 Leute. 12 Leute brauchen. Grundlage. So sehe ich das so. Wer versteht die Vision, Inhalt, wer will wissen will und wer will entwickeln will. Nicht nur bla bla bla. Wer kann geistige offen mit dem Kram, wer aber diese Person wollte das überhaupt nicht. Die war richtig sauer auf mich. Und dann habe ich nur gesagt, aber du wusstest das doch vorher. Du hast doch dich da hingesetzt und gesehen, dass da Wasser zur Reinigung ist. Ja, okay. Und dann diese Person, was du hast das gesehen, er will nicht reinigen. Das sind die meisten deutschen Leute, wir verstehen nicht die Inhalte. Das Inhalt macht them frei, Inhalt gibt them Kraft. Ja, das die verstehen nicht. So die Leute will nehmen nicht die Gefahr, was wir sprechen. Mhm. Da ist die ja. Okay. Und dann war es zu Ende. Ja, dann habe ich nichts mehr gesehen. Ja, dann war es weg. Das sie hat gesehen mit Hoffnung. Ja. Ja. Ich meine, viele Leute sind gegen mich. Was sprichst du? Anzahl sprichst du über Liebe und Harmonie. Eine neue Welt, eine neue Vision, eigentlich, dass Gott will, wunderschöne Welt erreichen will. Und dann gleiche Zeit schreibst du dir, Islam gehört nicht so in Deutschland. Yes? Und für mich die Situation ist so, wie habe ich mit ihm gesprochen, das ist so eine Komplikation. Yeah? Ich weiß nicht, wo sollte ich gehen eigentlich. Yeah? Ich habe immer gesehen, eine Ideologie, was hat Inhaltideologie. Ist die Ideologie, wo kann man eine Gefahr wegschaffen kann. Yes? Und diese Ideologie, egal das ist die blinde Ideologie, yes? Ist diese Ideologie ist her. Und wie? Ich sage euch. Wenn ich in eine Kundgebung gegangen, der hat uns mich gesagt immer, das ist nicht die Deutschland. Das ist die unsere Stadt. Und wenn du kommst, unsere Stadt zu sprechen, wir sind nicht die deutschen Leute, stimmt? Ja. Wir sind nicht die deutschen Leute.
du bringst eine schwarze Sacken hier. Ein schwarzer Sack. Ein Leichensack. Ja. Ich meine, der hat nur Fantasie gesprochen. Nein, da steht verdammt diese 2000 Polizei und trotzdem, der hat mich geangriffen. Euch hat gesehen, diese Offenbach? Ja, da steht, komm mal gerne YouTube, da steht lauter Polizei und trotzdem, der sind gegangen und der hat mich gesagt, dass die Polizei, wir bringen dich um. Ja. Warum ich habe, mein Leben kann so wunderschön sein, geht über Gott, Vorträge, wer klappt, klappt, wenn nicht, dann geht und Schluss. Yes? Aber ich sehe, diese ideale Welt kann man nicht schaffen, weil Deutschland ist ausgewählte Land. Wenn Deutschland kommt in diese dunkle Zeit, wie kann man schaffen, diese Ideale? Ja? Du hast ein wunderschönes Haus, du sprichst über Liebe, über Handlung, ich weiß die deutsche Mentalität, die europäische. Leben und lass uns leben. Ja? Das ist die Mentalität. Aber wenn du sprichst über Liebe und Harmonie und andere Seite, du siehst dein Haus jemand abfackeln. Wie heißt das? Ja, abfackeln. Ja, dann verstehst du nicht. Willst du weiter Liebe oder Harmonie sprechen oder tust du erst dein Haus retten? Das ist eine logische Frage. Ja? Oder du sprichst bis deine Liebe und Harmonie, bis dein ganzes Haus ist abgefackelt. Ja? Leute, schmeiß dich mit deinem eigenen Haus und dann du guckst und dann du musst gucken und weinen. Gucken und weinen kann ich auch. Sehr gut. Ja? Wenn es so spät ist. Ja. Jetzt, ich habe so viele Gefahr genommen. Manchmal habe ich gesagt, okay, ich habe genug Umgeben gegeben und kam den, wer kommt das? Gott Licht kam. Engel kam. Der hat gesagt, geh weiter in die Kundgebung. Der steht in die Zeitbombe. Und seit gestern habe ich versucht, da war die Mensch, das war her, das war. Die Leute haben gesagt, wie bringen ihn in einen Tisch, wo Inhalt und Außerlich zusammen kann man klappen. Yes? Und dann sie hat mich diese Frage gestellt, habe ich gesagt, Marion, wenn du bist spiritual, ja, geistige Offenheit. Ja? Wenn die Leute mal her, geistige Offenheit, fand ich mal so leicht. So leicht. Ich habe Hände gehalten und habe ich gebetet und die Leute haben was gesehen. Ja, aber hier kommen Leute total mit, manche Leute sind hier, manche Leute sind alle Stadium. So, ich wollte erst erklären, die Steuer, die Zukunft ist nur möglich, wenn du hast den Inhalt und Gott kann ändern. Aber hier habe ich gesehen, in deine ein Herz mit Gott. Da kann man schwer zu sagen, Name auf Gott eigentlich, ja? Habe ich gesagt, okay, du sagst Bewusstsein, du sagst Höherwesen, für mich geht nicht an. Aber hier geht zum Beispiel in Offenbach. Wenn Angriff passiert, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Meine Frau hat gesagt, und trotzdem gehst du da? Habe ich gesagt, trotzdem, ich gehe da. Also du hast es vorher gesehen? Ich habe vorher gesehen. Und sie hat gesagt, du bist lebensmüde. Habe ich, okay. Dann, und dann passiert. Und ich war, was war passiert? Der war wie Wolf. Wolf, wenn du siehst, den Kunden, der war around der Wolf. Und der Polizei hinten gesteckt. Ja? Wenn wir leben in solcher Zeit eigentlich, ja? Ich sehe die Dinge, was euch kann nicht sehen. Ja? Jetzt Frage ist, und dann Angriff passiert. Und dann kam die Polizei so über mich. Ja? Ich war runtergefallen. Ja, und das war überall Schlagstock bei der Polizei. Da kann man sehen, diese von YouTube. Da war überall, ja, und da habe ich gesehen, und der hat immer noch versucht, weil der hat gesprungen. Mhm. Einmal war die ganze Situation, eskaliert eigentlich. So, jetzt was passiert. Noch eine Dinge und vorstellen mal. Diesen Bach, die Bildzeitung hat geschrieben über mich, dass wenn Herr kam, geht da hin. Der hat gesagt, der bringt ihn um. Okay, ja, ich komme in die Kundgebung. Die ganze Gemeinde war voll mit Polizei. Ganze Gemeinde, drinnen. Ich komme rein, Herr Hahn, du kennst. Mhm. Die, vom Staatsschutz. Ja, Kämmerpolizei. Der hat gesagt, Herr Hahn, kommen Sie her. Wir wollen gerne mit Sie reden. Also, okay. Und der hat gesagt, wir haben gerade eine Information gekriegt. Und diese Information ist, die Information ist, die
Leute, wo stehen unkontrolliert. Da direkt kamen eine, drei Leute, aber Teenager. Teenager. Und der hat die Waffe. Und der hat gesagt, der wollen die umbringen. Und diese Information ist jetzt gerade gekriegt und das ist so gefahren. Habe ich gesagt, was glauben Sie, was sollte machen? Der hat gesagt, ja, wir machen diese Kundgebung. Schließen. Also nein, machen wir nicht. Der hat gesagt, okay, gut. Wollen wir nicht? Der hat gesagt, machen die Kamera an. Die Polizei schickt. Machen die Kamera an und sprechen die Stadt vorne die Kamera. Dass sie machen ihre Kundgebung, ihre eigene Verantwortung und Risiko. So, wenn euch kriegt diese Kuchen, werden sie nicht antwortlich. Ja, verantwortlich. Ja. Nicht antwortlich. Ja, habe ich meine Video. Ich bin eine ganz normale Person. Ich bin ganz dicht und ich weiß, wie kann ich leben kann. Ja? Jetzt was passiert, jetzt wir gehen raus und bevor ich gehe raus, da kommt die zweite Information. Der hat gesagt, nein, sie gehen nicht raus. Und ich sage, wir erwarten, aber ich habe verpasst, wir erwarten. Ja, wir erwarten für diese, wie heißt es? SK. Das ist SK. SK, wie heißt das? SK. Das ist SK. Spezialkommando. Ja. Jetzt kam die Spezialkommando. Spezialkommando steht hier. Rechts. Wir stehen links. Ja? Und jetzt geben wir Training in die Gemeinde. Wenn passiert, wie heißt das? Wenn jemand schießt. Welche Richtung ich sollte? Fallen. Ja. In solche Gewalt habe ich meine Umgebung gehört. Und trotzdem die Polizei konnte nicht kontrollieren, diese, wie heißt, die war, ja, out of control. Yes. Und dann jemand sagte in die deutsche Leute, ja, alles ist wunderbar, alles ist schön, und was passiert jetzt hier, Parallelgesellschaft, jede Religion sollte leben, ja, jede Religion sollte leben, aber jede Religion sollte anpassen mit unserem Wert, ja, unser Wert. Wenn ich komme in ihr Haus, dann ich bin die Besuch. Ich komme in ihr Haus und ich ende ihre Schlafzimmer. Ja? Und ich sage euch, wie sollte du musst leben. Ja? Das ist ein Land, das ist eine Welt, das ist zwei Städte. In Indien und Pakistan habe ich nur gesagt, dass Staat und Religion sollte Trennung sein. Trennung. Islamische Land. 14 Jahre, die hat mich Gefängnis gebracht. 14 Jahre. Nur weil ich wollte Staat. Und Religion trennen. Yes. Aber die deutsche Botschaft und die menschliche Rechte hat mich Leben gerettet. Diese Gefahr, diese Leute, diese Ideologie steht hier. Yes. Für mich ganz einfach, spricht meine Vision über Gott. Spricht, wie kann man wir Harmonie bringen können. Wie in Hart wir kann man offen sein, wie kann man wir finden unsere ganze Ideale. Ja? Und da ist die Tatsache. Ja. Jetzt frage ich hier, wie kommt es seit gestern, und er hat mich eingeladen. Ich gebe Inhalt Vorträge, ich kann sprechen, Leben nach Tod. Ich kann sprechen, wie kann euch ihre Zukunft sehen. Ich kann auch sprechen, wie euch kann geistig offen sein. Das sind viele Sachen, was Menschen wissen will, ich kann teilen mit euch. Yes? Aber dann, Frage kam, die zweite Seite, euch will auch eine Gemeinschaft. Yes? Stimmt? Eine Gemeinschaft. Wie früher finden die Basis? Damit. You think they understand what I'm talking? Habt ihr das jetzt verstanden, was er gesagt hat und was für einen Punkt er raus möchte? Weil in deutscher Sprache. Ja? Verstehst du oder? Ja. Gut, okay. Aber wenn Deutschland das ausgewählte Land ist, dann wird es natürlich mit der Organisation einverstanden, wie gesprochen. Aber wir wären natürlich sehr interessiert auf seinen Lösungsansatz. Lösung ist der Inhalt und dann auf sich. Dann haben wir Vision. Ja? Die Frage ist ja, wie kommen wir an die Menschen ran? Ja. Das heißt, das habe ich gestern gesagt.
Erste, wir brauchen eine kleine Gruppe. Erste. 12 Leute habe ich gesagt, wir brauchen Inhalt. Dann wir versuchen 7 Leute mehr, das sind 21 Symbole. Und dann ich sage, mit 21, jede Person versucht so noch eine Person Inhalt. So wie kann man die, wie heißt es? Multiplikativ. Und dann wir kann man erreichen. Dann wir gehen 1000, wir geben ihnen Gefahr und wir sagen, was Deutschland sollte tun. Wollen wir kommen so. Genau. Uns interessieren wahrscheinlich die anderen auch, wie kommen wir so weit. Also ja. Es sind nicht 7, sondern es sind 12. Es sind 12 am Anfang. Wenn wir kommen so weit. Ja, genau. Darf ich vielleicht mal einbringen, was ich die letzte Woche hatte? Das, was du anbringst, das ist für mich Stufe 3, 5, 7, weiß ich nicht. Das, was du gesagt hast, das wissen wir alle. Das ist für keinen von uns unbekannt. Und tut mir leid, Elisabeth, wissen wir genug. Ja? Das meine ich nicht. Die Probleme ist, wir tun nicht das. Genau. Okay. Ich spreche jetzt einfach mal von mir. Ich bin eigentlich mein Leben lang mit Gott unterwegs. Aber nicht Gott so, indem ich ihn gesehen habe. Er ist einfach in mir, ich kann es nicht anders. Das, ja? Göttliche. Das Göttliche, Gott in mir. Das Gott, nicht der. Nein, ich bin mit Gott unterwegs. Das möchte ich weder der, die das sagen, sondern Gott unterwegs. Und dann, egal was ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe ihn immer irgendwie mit reingenommen. Natürlich bin ich in der katholischen Kirche aufgewachsen und habe da auch die anderen mit reingenommen. Und warum ist es so wichtig, dass wir erst einmal uns mit Gott auf den Weg machen? Wir können in dieser Welt ganz viel verändern, aber wenn meine Pipeline zu Gott nicht hundertprozentig steht und auch das Verständnis, warum ist das in dieser Welt jetzt so, und das steht halt in Zeitbüchern, warum ist das in dieser Welt so, wie es jetzt gerade ist? Dann können wir noch so viel Organisation aufbauen, wir können noch so viel machen wollen. Diese Verbindung zu Gott, Gott in mir, muss hundertprozentig stehen. Und die kann aber nur stehen, indem ich mich mit dieser ganzen Geschichte, die Zeit aufgeschrieben hat, indem ich mich mit, ich will der Zeit nicht in dem Sinne hochheben, sondern er ist für mich ein Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und indem ich mich mit seinem Wissen beschäftige. Und das ist auch nicht, ich kenne Zeit, jetzt werden wir für 3 Jahre. Das ist auch nicht in einem Tag gewachsen. Und das wächst nach und nach. Christa hat letzte Woche zu mir gesagt, Elisabeth, wenn ich dich nicht kennen würde und wir würden nicht gemeinsam diesen Weg gehen, ich wäre längst wieder abgehauen. Ich wäre nicht mehr dabei. Wir müssen uns gegenseitig an die Hand nehmen und erstmal das Fundament Gott in uns mit Zeit aufbauen und dann können die ganzen anderen Organisationen entstehen. Alles andere, wir müssen uns selber abholen, wo wir gerade sind. Wir müssen uns in uns abholen. Und wenn wir verstanden haben, dass Gott in uns ist, dann kommuniziert er mit uns. Es darf nicht, ich habe letztens noch etwas gehört, glaubst du an Gott oder glaubst du Gott? Wenn ich an Gott glaube, dann bin ich nicht in Kommunikation mit ihm. Wenn ich aber Gott glaube, dann spricht er mit mir und ich mit ihm. Und darum geht es jetzt erst einmal. Und darauf, wenn wir dieses, jeder für sich, wenn jeder das für sich Fundament heilen, Kanal zu Gott, ja. Wenn jeder für sich dieses verstanden hat, dass das Fundament ist, um überhaupt in dieser Welt etwas verändern zu können, dann können wir gemeinsam etwas schaffen. Und die Zeit ist eben gesagt, dann können wir uns alle ein Einzig. Gott, wir sprechen Inhalt und wir sprechen Offenheit. Das sind zwei verschiedene Sachen. Verstehst du? Danke, dass ich Inhalt und Offenheit. Only just one thing. Ich habe die Vision, dass diese Buch sollte gehen zu jeder Person, zu Menschen weiß, Inhalt und Ausricht gefahren. 35 Jahre später, ich habe möglich gemacht, dass ich kann diese Buch mit meinen Kosten, kostenlos, was ich zusammengekehrt, zu Frankfurt teilen kann. Tut mir leid, Elisabeth, was ich wollte jetzt sagen. Jetzt kam hier Vision zu mir von Engel. Geh in Öffentlichkeit, nimm den Rucksack, ja?
und geh in die Frankfurt und geh in die Städte und sag die Leute die Gefahr und was wir kann tun. Ich stehe mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Wir gehen und wir geben stundenlang kostenlos Bücher. Ich habe Gefahr genommen für meine Kinder. Ich bin unter Staatsschutz. Und ich sage, sagt Herr Kahn, was machen Sie hier? Ja, Ihre Kinder und was? Ja, meine Frage ist, tut mir leid, wie viele unserer Mitglieder sind, wer hat diese Öffentlichkeit genommen und dann in Frankfurt gegangen? Stadtbücher. Wie viele Mitglieder sind? Öffentlichkeit gehen. Ja, sprechen, Ansagen und dann Öffentlichkeit gehen. Ja? Wie viel? Fünfmal passiert, dass meine Kinder waren geschlagen und fest. Aber ich war da. Ich bin die einzige Person, wer trägt die Waffen. Wer Waffen trägt. In Deutschland niemand. Ich habe nie gesagt, dass ich lebe, weil vier Angriffe. Yes? Meine Frau ist jetzt mal hier. Sie hat gesagt, du bringst unsere Kinder in total Gefahr. Ja, aber meine Kinder haben gesagt, nein, wir sind in Harmonie mit unserem Vater und wir sehen euch. Okay. 2900. Und Moses wollte nicht, weil da war keine Basis. Ja, versteht man? Versteht man? Wenn nicht, dann fragt mich. Ja? Weil der hat keine Basis gehabt. Denn Gott hat gesagt zu Moses, was dieses Volk will. Und der hat gesagt, Moses hat gesagt, die wollen dich sehen. Und Gott hat gesagt, diese Leute ist dunkle Seele. Verstehst du? Ihre Seele hat keine Licht. Aber dann was passiert, das ist sehr interessant, dass Moses hat Gas gegeben und hat gesagt, wenn du kommst, dann die finden ihre Glauben, dann die wollen mich helfen. Das hat Moses. So was passiert jetzt? Gott hat gesagt, 3 Tage nicht essen, fasten. Und keine Beziehung mit Frauen. Das war Gott hat gesagt. Dusche und Soba und wie heißt es? Reinigung. Ist okay. Reinigung. Yes. Did you turn on? Okay. Reinigung. Jetzt, dritte Tag morgen, Gott kam in die Berg Sinai mit voller Kraft. Und die Berg Sinai war, wie heißt es? Schütteln. Jetzt was passiert, diese 600.000 Leute abgehauen. 600.000 Leute abgehauen. So jetzt Situation war, die sind abgehauen und Moses geht hinter diese Leute. So was Leute hat gemacht, die gehen in die Bauernhof, die verstecken unter den Tisch, die verstecken. Und der sagt zu Moses, sag, du geh alleine und sprech mit deinem Gott. Weil wenn wir hören ihre Stimme, wir haben Herzschlag, dass wir sterben. Yes. Und das passiert mit mir auch. Wenn ich gehe, wenn ich mache Gott Millionen, Sonne mit Licht kühler, das ist, solange du bist nicht mögliche Person, du kannst Gott nicht sehen. Das ist wie ein Tod für dich. So, jetzt, Gott ruft Moses, bring die Leute und die Leute sind abgehauen. Ja, jetzt Moses weiß nicht, was sollte er machen. Und er steht in die Bürger. Gott steht in die Bibel. Ich kann euch genau sagen, in die Bibel, wo steht das. So, jetzt was passiert, Moses geht und niemand wollte mitgehen. Jetzt nur 70 Leute, wer war 40, 50 Jahre mit Moses zusammen. Der hat gesagt, du gib uns eine Sicherheit, denn wir gehen mit. Diese Sicherheit ist, dass Gott greift nicht uns. Dass er gerecht ist und wir sind nicht tot. Und Moses hat gesagt, wenn Gott angreift und was passiert euch, dann ich nehme meinen Namen weg von dem Propheten. Ich wollte sagen, Gott, ich nicht mehr will diesen Weg gehen. Jetzt, ihr nehmt diese 70 Leute, aber bestimmte Niveau in der Berg, Gott hat Moses gesagt, der sollte nicht weiterkommen. Ja, diese 70 Leute hat Gott gesehen. Der hat Gott Form gesehen, der hat Gott Augen gesehen, der hat Gott gesehen in die Füße, kristallblaue Licht.
und er hat gesehen, die Lichtform weiß und dann Gold, er hat alles gesehen und das steht. Er hat God of Israel gesehen, aber nur Moses ist näher gegangen und er hat gesehen, dass Gott hat mit Moses geredet. So, jetzt, was soll der Gott come here, das ist, ich rufe Gott, das ist eine dunkle Seele. Ja, wir brauchen die Erfahrung zweite Mal machen. Ja, einmal ist genug. Wenn diese Leute den 7000, wo Inhalt ist, Kreis, ja, dann ich glaube, dieser Tag ist wichtig. Dass die Leute mindestens sehen, die das Verlangen haben. Und dann gesagt, ja, das ist ein lebendiger Gott, ist er. Nach diesen drei Tagen, die hat Gott gesehen. Drei Tage. Die hat Gott gesehen, die hat gekocht, Gott war weg. Eine Woche später, die war wieder so auf der Zweifel. Eine Woche später, die war wieder so auf der Und er wollte wieder und wieder 100 sehen. Ja, genau habe ich Guido gesagt, wenn ich teile mit euch meine Vision oder wenn ich teile euch, ich finde keine Basis. Verstehst du, was ich meine? Basis, ich finde, wenn ich sehe, okay, hier Leute, ich Inhalt wirklich mit alles. Spirituell sein, okay? Spirituell sein. Ja? Die wollen mitgehen. Was euch macht, außerliche Organisation, das ist wunderbar, ich bin nicht gegen. Ja? Das ist wunderschön, was ihr habt hier. Aber meine Aufgabe ist, zu bringen euch einen Punkt, wo ihre Körper, ihre Verstand, ihre Bewusstsein, ihre Gewissen, ihre Herz und ihre Seele bringen einen Treffpunkt, wo ich bringe euch total zwischen euch und innerlichem Leben kam die ganze Vorhang weg. Und euch sagt, ja, jetzt ist in die Leuchtung. Wenn euch in die Leuchtung, euch kann nicht mithelfen, euch Blicken gehen zusammen, wie kann man diese Welt ändern? Vorher nicht. Wir sagen die ganze Welt, wie Christen glauben oder Islam, ende die Welt, selber die enden überhaupt nicht. Ja. Wie weit kannst du enden jemand? Ja. Ich war in Pakistan. Eine Frau kam und sie hat gesagt, mein Kind ist Süßigkeit. Pakistanische Süßigkeit. Kannst du gehen von meinem Kind? Habe ich gesagt, kam einen Monat später. Sie kam einen Monat später, aber sie kam ungefähr 2 Stunden mit Bus. Wenn sie kam, einen Monat später, habe ich Kind an Hand gehalten, habe ich gesagt, Kind, ich bete im Namen von Gott, du bist keine Süßigkeit. Ja? Diese Frau war wütend mit mir. Sie hat gesagt, ich kam 2 Stunden mit dem Bus. Warum hast du nicht gesagt, lass den Mann? Ja? Du kannst das gleiche sagen, jetzt kannst du beten, habe ich gesagt, ich esse auch gerne diese Süßigkeit. Ja? Erste habe ich einen Monat versucht, dass ich höre auf diese Süßigkeit. Ja? Wenn ich habe selber Süßigkeit aufgehört. Jetzt ich kann beten, jetzt mein Gebet bringt eine Einwirkung. So ist das. Zweite habe ich, das sind Leute hier, habe ich immer gefragt, euch hat mein Buch gelesen? Weil mein Buch hat nichts zu tun mit Religion. Hat zu tun mit deiner Entwicklung. Deine Entwicklung. Yes. Deinen Weg zu erreichen, deine Glückseligkeit. Aber wenn ich sehe nicht diese Basis, und dann Leute fragen mich so, diese eine Mädchen hier, ich habe, sie war da. Sie ist weg, diese von Türkei. Wahrscheinlich. Ja, ich war hier und diesen Moment, ich habe sie gesehen und dann ich beginne zu, ihr Körper war weg und ich beginne zu sehen ihre Leben. Diese. Und dann sie hat mich geschaut, habe ich gar nicht, dass sie denkt, ich gucke sie irgendwie. Dann habe ich meinen Kopf geschüttelt und dann habe ich Marion irgendwas geheim gesagt. Habe ich gesagt, das ist für diese Mädchen. Aber ich sage nicht was. Und genau wenn wir haben gesprochen, sie hat gesagt, 1000% du hast recht. Yes? So, ich will, mein Teil ist nur, euch innerliche Entwicklung zu bringen, dass euch, solange euch nicht inhaltsstark, euch kann nie erreichen, zu ändern diese Welt, weil diese, zu ändern diese Welt, du brauchst viele Kreuz.
viele Stadt. Ja? Und wegen das habe ich immer gesagt, Islamic-Ideologie ist Inhalt, die sind blind. Aber die sind Glauben ist stark. So die schaffen die Parallelgesellschaft. Heute Morgen habe ich dieses Thema gesprochen. In England, Belgien, Frankreich und jetzt in Deutschland, ich habe diese Erfahrung. Wenn du gehst, dieser Sohn, der fragt dich. Du kannst nicht so, du kannst nicht trinken, du kannst nicht Alkohol. Das ist nicht deine England, das ist nicht deine Heimat, das ist Unsinn. Wenn wir wollen, dass wir die Dunkelzeit begehen, nicht. Ich könnte heute meine Vision teilen. 2021, das beginnt. In Deutschland. Das Auschwitz-Ding beginnt, dass diese Fanatiker Muslimen, die gehen, nehmen die Holocaust und bringen die. Die Decke oben war wieder zugegangen und ich habe da gesessen und habe erstmal wirklich einen Moment gebraucht, zu realisieren, was passiert ist. Habe gedacht, boah, was war das jetzt? Was ist da mit mir passiert? Das war. Das heißt, ihre Sicht war so weit, sie kann gehen bis Wolke. Aber die Wolke kann so gehen. Ja? Ihre Sicht war nicht genug. So kam die Himmlisch auf mich was Besonderes. Nur kurz, nur eines. Sie hat gesagt, sag mir was Besonderes, was niemand weiß. Habe ich gesagt, ich habe eine Tattoo gesehen. Wie heißt das? Eine Tattoo. Tattoo und eine Platte, wo du weißt auch nicht. Dann geh und frag deine Oma. Das stimmt, das habe ich wirklich gemacht. Und sie ist ihre Freundin. Und sie hat gesagt, schönen Abend noch. Tschüss. Nein! Was? Nur die Ossis unten dann untereinander. Tschüss! Und in dem Ghetto in der Schweiz ist nur sie weiß. Und sie hat gesagt, ja, das ist stimmt. So meine Leben, wir treffen noch einmal in Leben nach Tod. Aber wenn euch hat keine Licht, euch geht in Dimension, ja, euch fragt, was sollte ich tun? Aber damit sein Vorschlag ist, dass wir steigern das Potenzial der Körper. Ja. Ja, Potenzial. Ja. Yes. Dann zack, 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 zack. Ja, so, yes. Das maybe is the thing, I don't know. Yes. Und dann hilft uns Vision, welche Person hat welche Aufgaben. Ja. Engel helfen, Gott Licht hilft. Dann wir wissen, welche einmalige, deine Aufgabe, was du kannst tun, was andere kann nicht tun. Weil jede Person ist einmalig. Ja, weil wir müssen nicht vergessen, jedes Kind von Gott hat einmaligen Wert. Einmaligen Wert. So abdecken, wie heißt es? Discover. Zu entdecken. Entdecken. Das ist die Hilfe, was Menschen brauchen. Diese Hilfe ich gebe. Aber wenn du findest deinen einmaligen Wert, dass wir den besser kann helfen, diese Gesellschaft. So dieses Freitagsseminar ist nicht nur eine geistige Öffnung, das ist auch Seminar, was ist deine Wert ist, was ist deine Aufgabe ist. Und von Schritt zu Schritt, wir gehen da. Ja. Dann wir können tun was. Ja. Aber wir brauchen erst den Inhalt. Inhalt, wenn ich sage, bevor du baust ein Haus, du brauchst Grundlage. Wenn Inhalt Grundlage ist nicht stark, die ganze Körper fällt. Ja. So, das ist meine wie heißt Angebot. Weil ich glaube nicht, dass euch kann nachts da schlafen. Freitag euch kann, Samstag, Sonntag, drei Tage, euch bezahlen nur 50 Euro, das kann nicht. Mhm. Euch hat hier Essen gegeben, so viel Geld. Ja. Die Küche ist auch da und dann euch kann selber was euch geben. Kocht oder trinkt oder egal was. Aber die Reinigung der Atmosphäre ist, wo kann man erreichen, diese Entwicklungssache. Denn wir sind ein Thema, eine Richtung. Hier wir sitzen, wir gehen tausend Richtungen. Verstehst du? Und die Ende, wir haben nicht erreicht. Nicht. Und das ist ein ganz langer Prozess. Ja, genau. Ein schwieriger Prozess, der sehr lang ist und individuell verschieden auch wahrscheinlich. Alle um, ja, und sagen Allah Akbar. Dann beginnt da, dann beginnt da, und dann beginnt die Bürgerkrieg. Und dann kommt die Wirbelsäule, das Panik kam. Und so drei Dinge, der Prophet hat gesagt, wenn euch Minderheit, euch sprecht mit den Europäischen, was die wollen gerne hören will, ja.
wenn euch Mehrheit, schafft ihr die parallele Gesellschaft. Wenn euch Staat, dann gewann eigentlich. Unsere Demokratie hat keine Chance, weil wir sind nicht so stark. So einfach wie ihr seht. Und dann kam die dunkle Zeit. Manchmal ich denke, manche Präsident, ich wundere mich, einmal Ronald Reagan, er war der Bundeskanzler Amerika. Er hat ja gesagt, Tansania hat eine Dorn gesehen. Islam kam in Europa und Europa geht 1000 Jahre zurück. Und das ist meine Vision, zu euch innerlich bringen, das Dreitinge. Eure Glückseligkeit, eure Inhalt und hilft mir, so bringt die Neubürger. Das sind die drei Sachen. In dem. Und wie wir machen, wenn euch machen eine Organisation, Beispiel, Organisation, wir brauchen Masse Leute, oder? Da kann man nicht ändern in 12 oder 20 Leute die Gesellschaft. Mindestens braucht Masse Leute, wo wir den Einfluss der Gesellschaft haben. So ich sehe. Kann ich anders sagen? Ja, das habe ich gesagt. Was Menschen braucht, das ist meine Aufgabe. Bringt euer Leben, Beobachtung und Erfahrung. Das endet. Weil wenn euch weiß, das Leben, Tod ist nicht die Ende. Leben geht weiter über die Grenze auf Tod. Yes. Dann, wenn wir sehen, wie Jesus hat einmal gesagt, wer bringt deinen Körper um, braucht keine Angst. Wer bringt deine Seele um? Das muss Angst sein. Yes. So, wenn ich bringe dich in einen Punkt, dass du siehst, dass Tod ist nicht da. Du machst deine Erfahrung. Du machst deine Beobachtung. Du weißt, du teilst mit Menschen. Leute, das ist wunderschöne Welt, ist wartet. Diesen Moment, wo Inhalt stark ist. Und dann du musst weiter. Und das braucht jeder. Sonst ja, das braucht nicht. Die blinde Glauben, wir brauchen nicht. Blinde Glauben ist auch Fanatik. Ja, das wir brauchen. Diese Wunder ist die mehr Wasser. Salzwasser. Salzwasser. Mehr du sagst, alle Leute, wo Jesus hat geheilt 2000 Jahre, die waren zurückgegangen in ihre alte Welt. Keine Kampf und Hilfe. Wie wird kann enden? Mit Erfüllung. Mit Beobachtung. Mehr wir wissen, mehr wir finden in der Entwicklung. Wir können sagen, Leute, wir sind nicht blind. Wir weiß die nächste Leben, das steht vor mir. Ja. Jeden Tag, wenn ich reise, wenn ich komme zurück, ich habe so viel zu schreiben. Und ich sage, Gott, und jetzt vier Angriffe war. Wenn auch 4000 Angriffe kam, mach mich nicht schwach. Weil ich weiß. Auch wenn ich sterbe mit einem Zweck auf Leben. So dort leben. Ja. Und so wir brauchen. Genau. Yes. Weil die Angst ist ein großer Block. Ja. Lokal. Blocker. Wenn du hast Angst, du kannst nicht weiter. Hm? Angst ist eine Bremse. Eine Handbremse. Handbremse. Ja. Und diese Angst geht weg. Zum Beispiel, Marion Erste hat nicht übersetzt meine Kundgebung. Ja? Da waren 9000 Leute, 10.000, 20.000 und sie hat die Kinder. Sie hat die Kinder. Sie wurde nicht in Gefahr, weil sie hat gesehen, wie Angriffe kommen zu mir. Aber einen Tag, sie hat gesagt, ich übersetze. Weil ich bin, da war ein Termin und die. Ja, da war ein Termin und der Mann, der eigentlich übersetzen sollte, hat in der Nacht abgesagt. Er wäre angeblich krank, aber der war nicht krank. Der hat einfach nur Angst gehabt, weil du ja vorher eine Morddrohung bekommen hast. Und was passiert, wo sie hat gesagt, ich mache das? Sie sitzt in die Sofa. Sofa, hey. Erzähl mal, was passiert ist. Ja, das war für mich so ein innerlicher Konflikt. Ich habe gedacht, Mann, er macht das so gut, er will uns allen eigentlich nur helfen. Und dann habe ich wie so eine innere Stimme gehabt, wie so ein Druck, du machst das jetzt. Du rufst ihn jetzt an und sagst, du machst das. Ja, aber so, dann, was passiert sofort, wenn deine Körper war? Nee, das war hinterher. Nee, erst. Ja, aber erzähl mal. Das ist hinterher erst gewesen. Und dann habe ich halt angerufen und habe ihm gesagt, du weißt was, der hat zwar abgesagt und wir brauchen aber nicht die ganze Kundgebung absagen, ich komme mit dir mit und ich übersetze.
Und da hat seine Frau noch gesagt zu mir, willst du das wirklich machen? Ja, weil du hast ja so schon immer Panik, wenn du von nur ein paar Leuten reden musst. Ja. Ich so, naja, es ist egal, ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt tun, als ob mich jemand irgendwie drängt dazu. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Ja, und dann war das auch okay für mich, dann haben wir das halt weitergemacht. Und dann habe ich hinterher auch das Erlebnis gehabt, ich habe halt gebetet in dem Buch. Also ich habe erst gelesen, dann habe ich gebetet. Und ich saß bei mir im Wohnzimmer, habe da halt gesessen und habe halt gesehen, wie auf einmal oben die Decke war weg, komplett weg. Dann ist der Himmel, habe ich nur noch gesehen. Dann habe ich gemerkt, wie ich sitze auf dem Sofa, aber wie ich nach oben gehe. Habe gesehen, wie ich aus meinem Körper halt rausgehe und durch verschiedene, wie so ein Hochhaus muss man sich das vorstellen, wie so verschiedene Abteilungen, durch die Wolke. Ich war wach, ich war komplett wach, ich war auf dem Sofa gesessen. Ich habe das alles gesehen, wie ich durch verschiedene Wolkensphären durch bin und bin dann in einem Fahrstuhl auf einmal gewesen, habe richtig gemerkt, wie das immer noch weiter hoch ging und irgendwann hat es kurz Halt gemacht, dann ging die Tür auf. Dann stand der Said vor mir, aber ich habe mich erschrocken erst, weil er sah anders aus. Seine Augen waren schneeweiß, richtig schneeweiß. Und ich habe in dem Moment habe ich richtig gemerkt, wie ich halt zurückgegangen bin. Und er hat dann nur gesagt, du brauchst keine Angst haben, ich bin es. Ist dann reingekommen, Tür ist zugegangen, Fahrstuhl ist noch ein bisschen höher. Und in dem Moment war so eine Atmosphäre in diesem Fahrstuhl, so voller Liebe, so Harmonie. Und du hast so ein warmes Gefühl gehabt und aus deinen Augen kam, wie so Taschenlampen, muss man sich das vorstellen, kristallfarbenes blaues Licht. Das war so richtig, er hat meine Hände dann gehalten, er hat gesagt, du brauchst keine Angst haben. Dann sind wir immer höher. Und irgendwann, dann hat es aber auch wieder aufgehört, dann ging sein Licht auch zurück außer Augen und dann hat er gesagt, so weiter kannst du nicht, du bist noch nicht so weit. Und er ist dann aus dem Fahrstuhl raus. Dann habe ich gemerkt, wie alles wieder zurückging. Ich bin runtergefahren. Dann habe ich wieder gesehen, wie ich durch diese Wolken durch bin. Dann habe ich mich unten in meinem Wohnzimmer sitzen sehen, mein Körper, auf meinem Sofa. Und dann, was so richtig extrem war, das habe ich dann erstmal so extrem gemerkt, wie ich selber in meinen Körper reingebracht wurde. Dass erst meine Füße, Beine, Po.